Servus, liebe Kinderoutdoorer, oder besser gesagt, moin moin. Ich melde mich heute aus dem nördlichsten Bundesland, ganz hoch im Norden. Die Sonne scheint ja selten, meistens ist ja alles mit Schnee bedeckt. Ich bin hier in Schleswig-Holstein. Und ich zeige euch heute eine Wanderung am Gelfinger Birk. Ja, das witzige ist das liegt an der Flensburger Förde. Und wenn ihr drauf schaut, dann werden wir auch immer wieder zum langweiligsten Nachbarland Deutschlands sehen, nämlich nach Dänemark. Wir wandern jetzt hoch zu einer Spitze, zum sogenannten Birkneck. Hinter mir sind wir nicht die Gapsmühle, auf der ich entsprungen bin, sondern die Charlottenmühle. Unterwegs werden wir auch zwei Leuchttürme sehen. Und was das Tolle ist, das Ganze ist für den Kinderwagen geeignet, diese Wanderung. Also kommt's mit, wir werden jetzt so 10, 15 Kilometer gemütlich dahin marschieren. Auf geht's durch Schleswig-Holstein. Jupp. An der Mühle Charlotte ist eine größere Kormoran-Kolonie, die ihr mit den Kindern anschauen könnt. Ja, und hier geht unser Blick hinüber vom Geltinger Birk auf das wohl langweiligste Nachbarland, das Deutschland zu bieten hat, nämlich Dänemark. Ihr seht es hier am Horizont als Streifen, das ist Dänemark. Das Geltinger Birk ist eine Salzlagune und Naturschutzgebiet. Bitte bleibt auf den Wegen, diese sind noch wunderbar mit uralten knorrigen Schildern ausgeschildert. Unterwegs passiert ihr einen wunderbaren Zauberwald mit ganz verschwirkelten Buchen und Linden. Wunderschön. Hier seht ihr die Vögel, die es im Geltinger Birk zu bewundern gibt. Unterwegs kommt ihr auch an einer Station vom NABU vorbei, die immer wieder geöffnet ist. Die Öffnungszeiten seht ihr am Eingang. Und es ist wirklich wert, hier vorbeizugehen, ein bisschen mit diesen Spezialisten zu sprechen. Und hier hängen Listen aus, die immer aktualisiert werden, welche Vögel im Geltinger Birk derzeit in welcher Anzahl zu sehen sind. Da sind einige dabei, deren Namen habt ihr garantiert noch nie gehört. Und hier wieder ein wunderbarer Blick über das Geltinger Birk, eine Salzlagune, die immer wieder überschwemmt wird. Durch die Überschwemmungen mit Meerwasser bilden sich im Geltinger Birk ganz besondere Salzwiesen. Hier im Geltinger Birk findet ihr deshalb Tiere und Pflanzen, die ihr sonst woanders nur noch selten oder überhaupt nicht findet, weil es eben ein ganz besonderer Lebensraum ist. Und hier seht ihr, welche Stürme herrschen an den einzelstehenden Bäumen. So, da hinten in der Bildmitte erkennt ihr den Leuchtturm Kalkgrund. Der steht in der Flensburger Förde mitten im Wasser. Wir sind jetzt am nördlichsten Punkt unserer Wanderung, nämlich den sogenannten Nährungshaken, angekommen. Und hier seht ihr auch, hier lag früher das Feuerschiff Flensburg vis-à-vis von uns, wo heute der Leuchtturm Kalkgrund mitten im Meer steht. Das muss ich auch mal legen, eine große Leistung. Und man hat dieses Feuerschiff abgeschafft und dafür eben dann diesen automatischen Leuchtturm wieder hingestellt, und so sah früher dieses Feuerschiff aus, das hier fest verankert gewesen ist, um den Schiffen den Weg zu lotsen. Im Geltinger Birk ist es wichtig, dass hier die Vögel sich auf ihren Zügen erholen können. Und welche Vögel das sind, ja, das könnt ihr hier an diesen im Vertrag. Am Horizont kennt ihr die dänische Insel Ärø erkennen. Langweilig wie alles in. Wer diese Tour, die 17 Kilometer lang sein will, nicht gehen will, der feiert mit dem Fahrrad, das geht auch. Ja, und hier seht ihr sie weiden, die Konix. Was sind Konix? Das sind Wildpferde, die hier im Geltinger Birk leben. Und dafür gibt es einen guten Grund. Denn dank den Konix, sie beweiden hier den Geltinger Grund, verbuscht diese Landschaft nicht. Das heißt, wenn kleinere Büsche hochkommen, dann werden die von den Konix, diesen Wildpferden, aufgefressen. Und für die Kinder ist es nicht ganz, ganz toll, Wildpferde zu sehen. Wann hat man das schon mal? In der Camargo leben welche und in der Maremma in Italien leben welche. Aber hier in Schleswig-Holstein ist es meines Wissens die einzige Population an Wildpferden, den sogenannten Konix. Bitte nicht zu verwechseln mit Königs oder Comics, das ist wieder ganz was anderes. Die halten auch manchmal einen guten Abstand zu euch, die Comics, die wollen lieber ihren Frieden vor uns Menschen haben, was man auch verstehen kann. Die Kinder sind trotzdem glücklich, wenn sie diese Wildpferde beobachten können, wie sie gerade friedlich auf der Weide zusammenstehen und dort miteinander das Gras ganz munter vor sich hinfuttern.
heute jetzt wunderbar die Kühe, die Waldkühe entdecken, die hier mit den Wildpferden. Hier in der Bildmitte seht ihr wunderbar die Waldkühe, die zusammen mit den Konix die Wildpferden. Wie aus dem Bilderbuch, der Leuchtturm vom Walstöff gegen Bezahlung könnte auch raufgehen. Unterhalb befindet sich ein kleiner Campingplatz. Eine wunderbare Idylle, ein Leuchtturm, wie man sich ihn vorstellt. Rot-weiß gestrichen und direkt an der Küste. Liebe Kinderautore, wir sind jetzt am Ende unserer wunderbaren Wanderung durchs Geltinger Birk. Kann ich wirklich nur empfehlen, ihr könnt da variieren, ihr könnt abkürzen. Wenn es ein schöner Tag ist, könnt ihr mit den Kindern einen Tag am Strand dort auch verbringen und werdet unglaublich viele Tiere beobachten. Es ist sehr, sehr kurzweilig für euch und die Kinder eine Wanderung in Schleswig-Holstein, die ich wirklich nur empfehlen kann. Weitere tolle Tourentipps findet ihr auf kinderauto.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, euch wiederzusehen. Moin, moin aus dem hohen Süden, hohen Norden, macht es gut, bis dahin, Pfiat, Servus.